Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder einen Food Haul für euch, einen veganen Food Haul und zwar einen XXXL Food Haul, würde ich sagen. Ich habe sehr viele Dinge eingekauft, ja, zum einen normale Wocheneinkauf, zum anderen aber auch ein bisschen mehr und es gab Neuheiten dieses Mal bei Penny und ja, da habe ich auch einige Dinge mitgenommen. So, ich fange jetzt einfach mal an und zwar mit den Tiefkühlprodukten, die liegen hier oben drauf. Das ist eine Neuheit. Und zwar von der Penny Eigenmarke Food for Future gab es im Tiefkühlfach, also tiefgekühlt, diese veganen Schnitzel. Ich weiß gar nicht, wie viel da drinnen sind. Es ist so ein XL-Pack. Habe ich noch nicht drauf geschaut. Ich finde auch gar nicht, wie viel da, drinnen sind. Wo steht das? Ja. Also entweder übersehe ich es jetzt. Also es sind auf jeden Fall 500 Gramm. Es sind 500 Gramm drin. Ich mache das Ganze mal auf. Können wir mal gucken. Ach, es sind nur zwei Stück drinnen. Okay. Oh, es sind Riesenschnitzel. Damit habe ich nicht gerechnet. Ihr kennt bestimmt das Bild. Und zwar gibt es bei Penny im ganz normalen Kühlregal auch diese veganen Schnitzel aus Erbsenbasis, also auf Erbsenproteinbasis. Und ja, die sind ja ganz normal gekühlt. Das sind so kleine Schnitzel. Ich glaube, das sind so vier Stück, wenn nicht sogar sechs Stück drinnen. Diese, oder im Zweierpack gibt es sie, glaube ich, auch. Und tiefgekühlt habe ich die noch nie gehabt. Die gab es nämlich irgendwann schon mal, diese Tiefkühl-Schnitzel, aber nicht immer, zumindest bei mir im Penny. Und ja, jetzt habe ich das im Prospekt gesehen mit den ganzen veganen neuen Sachen jetzt, wegen Veganuary etc. Und ja, ich dachte mir, ich probiere jetzt mal diese Tiefkühlschnitzel aus. Und ich sehe, es sind zwei monströse Riesenschnitzel. Also zwei Stück sind da nur drinnen, aber ja, sehr groß. Also die sehen ja echt riesig aus. Das sieht aus wie ein echtes Schnitzel, nur in XXL-Ausführung. Ja, also zwei Stück, insgesamt 500 Gramm. Das heißt, eins hat wohl 250 Gramm. Man wird davon satt, wenn man noch einen Salat, Kartoffeln, irgendwas dazu macht. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken. Also die sind riesig. Ich dachte jetzt, das sind auch so sechs Stück, habe ich mitgerechnet. Ja, drei pro wieder pro Seite. Aber so, gut, kann ich auch so ins Tiefkühlfach geben. Ja, also ich bin gespannt. Werden wahrscheinlich genauso schmecken wie die gekühlten im Kühlregal. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Ja, also das gab es auf jeden Fall neu. Dann habe ich aus dem Tiefkühlfach einfach wieder Grünkohl mitgenommen. Und ja, zwar ein Kilo Grünkohl. Da habe ich zwei Packungen. Die zweite Packung ist noch im Tiefkühlfach. Ja, da finde ich euch gerne mal ein leckeres Grünkohlrezept. Das geht super einfach mit so einem Tiefkühlgrünkohl. Da habt ihr nicht viel Arbeit. Da sind auch keine Zusätze dabei. Das heißt, das müsst ihr alles komplett selber würzen. Das verlinke ich euch unten das Rezept, nämlich von meinem liebsten Grünkohlrezept. Das wird wirklich sehr lecker. Und ihr könnt am Ende noch für den Speckgeschmack eben oder für den Wurstgeschmack Liquid Smoke reinmachen. Das habe ich in dem Video leider nicht erwähnt, aber ich mache sehr oft noch Liquid Smoke rein. So ein Esslöffel bis zwei Esslöffel einfach abschmecken. Ja, also frischer, tiefgekühlter Grünkohl ohne Zusätze. Kann ich nur empfehlen. Probiert das Rezept unbedingt mal aus. Würde ich mich freuen. Ja, dann machen wir weiter mit zwei Bio-Salatgurken. Die zweite hole ich noch. Ja, ganz einfach zwei Salatgurken. Verlinke ich euch gerne mal einen asiatischen Glasnudelsalat mit Gurken. Also es ist ein asiatischer Gurkensalat mit Glasnudeln. Eher so ein Sommerrezept, aber könnt ihr euch gerne abspeichern. Es geht weiter mit einem Dreierpack. Das sind 500 Gramm Bio-Zucchini. Verlinke ich euch auch gerne mal sehr viele Zucchini-Rezepte. Falls ihr die noch nicht kennt, ich habe da schon sehr viele Zucchini-Rezepte abgedreht. Auch einen leckeren, saftigen Zucchini-Schokokuchen. Da raspelt man auch zwei, glaube ich, Zucchini rein. Genau, verlinke ich euch unten mal, deswegen schaut da auch mal vorbei. Dann geht es weiter mit einer Neuheit, beziehungsweise ist jetzt keine direkte Neuheit. Das gab es schon, aber nicht in diesem XL-Pack. Und zwar ist es auch von Food for Future, dieses vegane Dessert mit Haselnussgeschmack. Das gibt es auch mit Schokolade. Ich mag aber am liebsten dieses den Haselnussgeschmack. Und der schmeckt original wie Montepudding. Also wenn ihr Montepudding schon immer geliebt habt, ich habe es, ist das exakt das Gleiche. Es schmeckt so identisch wie, also ihr denkt, ihr isst Montepudding, ist aber das hier. Und kann ich nur empfehlen, es ist auf Kokosbasis, glaube ich. Ja genau, auf Kokosmilch etc. Natürlich ist da Zucker drin, also ja, man sollte so viel jetzt auch nicht davon essen. Aber das gibt es jetzt in einem großen Pack und zwar, ich glaube,
400, genau, nicht 500, sondern 400 Gramm. Und die gab es ja sonst immer so klein, habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt im vergangenen Jahr, sowohl das Schoko als auch das Haselnuss. Ich favorisiere mal das Haselnuss. Und jetzt gibt es hier diese ganz großen Packungen, wo man ein paar Tage dran essen kann. Ja, finde ich toll. Dann machen wir weiter mit, ja, ich habe eigentlich zwei. Das gab es jetzt auch, das gibt es bei meinem Penny nicht immer. Ich weiß nicht, ob es das bei anderen Pennys gibt. Und zwar von Dr. Oetker, die vegane Creme Fraiche, also Creme Vega. Die habe ich zweimal mitgenommen, beziehungsweise die dreimal mitgenommen, aber ich habe gestern schon eine geöffnet. Und da verlinke ich euch jetzt endlich mal mein veganes Flammkuchenrezept. Das wollte ich, glaube ich, irgendwann in den letzten Food Hauls schon ein-, zweimal verlinkt haben, habe es aber noch nicht hochgeladen. Jetzt habe ich es aber hochgeladen, deswegen schaut unten vorbei für das Flammkuchenrezept. Da braucht ihr auch nur einen fertigen Flammkuchen. Ihr könnt den Flammkuchenteig natürlich auch selbst machen. Ich habe einen fertigen Flammkuchenteig genommen und einfach Creme Fraiche draufschmieren und belegen und so weiter. Schaut da gerne mal vorbei, ist ein super schnelles Blitzrezept, also keine große Kunst. Da benötigt man aber sehr gerne diese vegane Creme Fraiche. Ja, dann habe ich natürlich wieder meine Bio-Zitronen mitgenommen, die ich jedes Mal mitnehme. Und passend dazu meinen schwarzen Tee. Meine Zitrone gebe ich immer eine halbe jeden Morgen rein in meinen Tee. Und zwar von Mesmer der Classic, der schwarze Tee. Ich glaube, ich habe da zwei Packungen mitgenommen. Die zweite muss auch noch irgendwo sein. Ja, außerdem von Drei Glocken, die Korkzieher. Wenn ihr mich kennt, ja, die nehme ich auch sehr oft mit. Ich finde, also meine liebste Pasta-Marke ist Barilla, aber auch von Drei Glocken mag ich die Korkzieher sehr gerne, weil die werden immer super lecker al dente, kann man gut essen. Also die liebe ich. Dann natürlich auch wieder Sonnenblumenöl. Ja, Öl muss auch immer mit. Weiter mit gehackten kalifornischen Mandeln. Durch das ganze Backen jetzt vor Weihnachten ist einiges leer gegangen bei mir in Vorräten. Deswegen habe ich wieder ein Tütchen mitgenommen. So, dann habe ich die Bio Cherry Roma Tomaten wieder mitgenommen. Da habe ich schon ein paar von gestern gesnackt. Außerdem eine Neuheit und zwar von Garden Gourmet. Ich weiß, Garden Gourmet, ja, da scheiden sich die Geister. Oder wie sagt man dazu? Ja, und zwar den veganen Thunfisch. Gab es auch im Kühlfach und in diesem, ja, Aktionskühlfach. Und ja, den habe ich noch nicht probiert. Und ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen und wollte mal gucken, wie das so schmeckt. Ich verlinke euch in der Infobox mal einen selbstgemachten Thunfischsalat, den ich schon abgedreht habe. Schaut da gerne vorbei. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie der hier schmeckt. Also mein veganer Thunfisch. Salat ist aus Kichererbsen unter anderem, also schaut gerne mal vorbei, wenn ihr es ausprobieren mögt. Und ja, hier ist jetzt nur Wassererbsenprotein, Weizenprotein drin, Salz, Zitronensäure eben und ja, verschiedene Aromen, die natürlich nicht bekannt gegeben werden. Ja, ich bin gespannt, hier steht auch, ja, dass man es einfach so genießen kann natürlich zu Salaten, also einfach Salate rein, Pasta, auf eine Pizza sogar drauf. Also ich bin schon sehr gespannt. Ja. Ich habe das Ganze natürlich schon geöffnet und dran gerochen und ich rieche es jetzt wieder. Also es riecht so extrem nach Thunfisch, es riecht schon so sehr nach Thunfisch, dass wenn man nicht gerade sehr gerne Fisch mag, wobei dann würde man das hier wahrscheinlich gar nicht kaufen. Also ich mag Fisch eigentlich nicht, Thunfisch habe ich aber hin und wieder mal früher gegessen. Aber auch nicht oft, weil ich den Fischgeruch nämlich gar nicht mag. Und dieser Geruch jetzt ist aber noch penetranter, als ich ihn in Erinnerung habe von einer Thunfischdose, sag ich mal. Aber ja, der riecht schon. Also ja, gut, ich möchte nicht weiter darüber sprechen, aber so sieht das Ganze aus. Er sieht schon sehr authentisch aus. In der Kamera sieht man es vielleicht jetzt nicht so gut, aber ist schon sehr fasrig. Es ist eben so wie eine Thunfischdose, wie eine echte Thunfischdose. Sieht von der Farbe so aus, ein bisschen hell, ein bisschen dunkel gemischt, ja, von den Fasern eben her. Aber der Duft, es riecht nach Thunfisch, aber es riecht schon richtig penetrant nach Thunfisch.
so, dass ich es eigentlich gar nicht erst probieren möchte. Ich werde es trotzdem probieren. Ich habe mich noch nicht getraut, weil der Geschmack eben so, also der Geruch ist eben so intensiv, dass ich befürchte, dass es genauso schmecken wird. Und ja, ich werde es jetzt eventuell morgen oder übermorgen irgendwann die Tage mal, weil ich habe es jetzt auch schon geöffnet. Es muss nach dem Öffnen natürlich gekühlt gelagert werden. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt von Anfang an gekühlt gelagert wurde, weil es besteht ja nur aus Weizenerbsenprotein. Eigentlich kann man das so draußen lassen, bis zum ersten Öffnen natürlich. Dann muss es auf jeden Fall gekühlt werden. Ja, und ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde es die Tage mal ausprobieren und bin gespannt, wie es schmecken wird. Ich werde euch dann das nächste Mal im nächsten Food Haul mal, ja, kurz wahrscheinlich sagen, ob es gut war oder nicht so gut. So, wir machen weiter mit einer Packung Spitzpaprikas. Verlinke ich euch gerne mal ein paar gefüllte Paprikarezepte im Allgemeinen, vegane, mit Couscous gefüllt etc. Außerdem habe ich wieder von Rügenwalder Mühle den veganen Schinkenspicker mitgenommen mit Grillgemüse. Waren leider auch die letzten zwei Packungen. Und ja, ich finde, da kann man nie was falsch machen. Außerdem ein Säckchen Orangen. Da presse ich immer frischen Orangensaft so am Wochenende. Dann habe ich Erdbeeren mitgenommen. Ja, ist nicht die Zeit jetzt dafür, aber ich hatte so Lust auf Erdbeeren. Die sind jetzt auch noch hell. Ich lasse die noch ein bisschen im Kühlschrank liegen, damit die noch ein bisschen nachdunkelt. Oder ich lasse sie draußen liegen, dann geht das schneller. Ja, verlinke ich euch gerne mal ein paar Erdbeerrezepte. Wie gesagt, es ist natürlich nicht diese Salz dafür. Die kommen jetzt auch aus Spanien. Ja, aber ich hatte richtig Lust irgendwie gestern auf Erdbeeren, deswegen habe ich die mitgenommen. Und verlinke euch da gerne mal ein paar leckere Erdbeerkuchen, vegan natürlich. Ja, dann habe ich noch einen weiteren Tee mitgenommen, und zwar von der Penny Eigenmarke Mayfair oder Mayfair Orange Ingwer. Ja, dann machen wir weiter mit von Kühne einen 7-Kräuter-Essig. Ich weiß nicht, warum ich den mitgenommen habe. Habe ich eigentlich nicht benötigt. Also ich nehme eigentlich immer nur weißen Balsamico bzw. Weißweinessig, also so oder so. Oder normalen Essig, Apfelessig etc. 7-Kräuter-Essig eigentlich nicht, aber da gab es so viel in diesem Regal, dass es mich angesprochen hat und ich es einfach mitgenommen habe. Keine Ahnung warum. Ja, aber ich werde jetzt da mal einen Salat damit mal probieren, wie das Ganze schmeckt. Ich habe, glaube ich, seit Jahren keinen 7-Kräuter-Essig mehr verwendet. Deswegen bin ich gespannt, ja, warum auch immer ich es mitgenommen habe. Dann einmal eine Tube scharfen Senf. Sowie gleich 3 ganze Male Tomatenmark. Ist nämlich bei mir komplett leer gegangen. Also ich habe noch die letzte halbe Tube im Kühlschrank. Deswegen gleich 3 Stück auf Reserve. Zudem habe ich meine Gewürze wieder ein bisschen auffüllen müssen. Und zwar einmal Paprikapulver rosenscharf gemahlen und Paprikapulver edelsüß. Geht bei mir immer zeitgleich aus, weil ich meistens beide immer in verschiedene Rezepte zusammenmische. Halb und halb oder halb und Viertel. Ja. So, dann einmal Ketchup. Ein bisschen, ja, also ungesund, aber Ketchup ist ausgegangen. Und ich nehme immer das mit 50% weniger Zucker. Wenn es das auch im Regal gibt. Meistens ist es ausverkauft. Aber ich versuche immer 50% weniger Zucker zu nehmen. Dass es wenigstens ein bisschen das Gefühl gibt, ein bisschen besser zu sein mit dem Ketchup eben. Ja, dann Gemüsebrühe wieder ganz normal mitgenommen. Außerdem einmal Margarine. Nee, ich habe zweimal Margarine. Genau, die zweite Margarine ist schon im Kühlschrank, weil durchs Backen ging ganz viel Margarine drauf. Vor Weihnachten jetzt. Außerdem süßen Senf auch wieder benötigt. Da verlinke ich euch gerne mal, ist aber jetzt ein Frühjahr, was heißt Frühjahr, wenn die Spargelsaison beginnt, eben einen leckeren lauwarmen Spargel-Kartoffel-Ofensalat, sage ich jetzt mal. Ja, verlinke ich euch, da ist nämlich ein leckeres, süßes Senf, also das Dressing besteht unter anderem aus süßem Senf und das schmeckt mit dem grünen Spargel, Kartoffel etc. super lecker. Probiert das aus, speichert es euch gerne unten ab. Ja, dann durfte auch wieder von der Penny Eigenmarke Naturgut das Bio-Apfelmark mit. Das ist komplett einfach nur purer Apfel ohne Zuckerzusatz. Kann man nichts falsch machen, also kann ich nur empfehlen, dass hier ist wirklich super lecker. Das habe ich schon sehr oft mitgenommen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt neu ist in der großen Größe. Das gab es sonst immer ein bisschen kleiner. Kamera ging aus, ich wollte sagen, das gab es sonst immer so ein bisschen kleiner, glaube ich, von der Menge her. Aber ja, so, das habe ich mitgenommen. Jetzt muss ich ein bisschen Platz schaffen.
Außerdem durfte Puderzucker wieder mit. Wie gesagt, vom Backen sehr viel leer gegangen. Dann sehe ich gerade, hier ist meine zweite Packung. Schwarzer Tee von Mesmer Classic, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Ja, und dann, wie gesagt, auch wieder Kuvertüre. Die kann ich auch nur empfehlen, die ist sehr lecker. Es geht weiter mit einmal Blätterteig von der Penny Eigenmarke, dieses Penny Ready. Und ja, der ist vegan. Viele Blätterteige, also eigentlich sind fast alle Blätterteige vegan, die man so fertig kaufen kann. Viele sind aber auch mit Butter. Und gut, hier ist jetzt Palm drinnen, je nachdem, wo Palmfett angebaut wird, ist es natürlich auch nicht so gut. Ich versuche es nicht so oft mitzunehmen, aber den Blätterteig selbst zu machen, ist schon sehr aufwendig. Deswegen kommt der hin und wieder mal mit. Ich weiß gar nicht, wo hier das, das Palm angebaut wird. Muss ich vielleicht auch mal ein bisschen nachgucken, aber ich hoffe mal, ja, das Beste. Und ich verlinke euch aber unten in der Infobox ein paar Blätterteigrezepte, vegane Apfeltaschen, Kirschtaschen, Nussstangen, Mohnstangen und Brezen. Findet ihr alles unten in der Infobox. Ja, dann hier ist auch noch mein fertiger Flammkuchenteig von Tante Fanny. Der ist ebenfalls vegan, wie man hier sieht. Und da, wie ich vorhin schon bei der veganen Creme Fraiche, also Creme Vega, erwähnt habe, verlinke ich euch jetzt endlich mal das Flammkuchenrezept. Da nehmt ihr einfach diesen Flammkuchenteig oder einen anderen veganen. Ja, dann am besten noch so eine vegane Creme Fraiche. Und alles Weitere seht ihr dann auch im Video. Es ist ein super Blitzrezept, also keine große Kunst. Könnt ihr ja belegen, wie ihr mögt. Aber schaut gerne unten beim Rezept vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Es geht weiter mit einem Sack weiße Zwiebel, Bio sogar, und einem Sack rote, normale Zwiebel. Außerdem eine Packung Cashewkerne, geröstet und gesalzen zum Snacken. Und eine Packung Erdnüsse, ungesalzen, sowie, war vielleicht zu schnell, einmal ein Salatkerne-Mix, einfach so zum Unterrühren etc. Wir machen weiter mit einem Wirsing. Verlinke ich euch auch gerne mal ein paar Wirsing-Rezepte. Ich habe allerdings noch nicht alle Wirsing-Rezepte online gestellt. Also ich habe einen Wirsing-Kartoffelauflauf schon abgedreht, eine Suppe mit Wirsing. Was online sein müsste, hoffe ich jetzt aktuell. Ihr findet es dann eben unten, der tropft oder irgendwas tropft. Was habe ich jetzt gemacht? Genau, also Wirsing-Kartoffelauflauf, Wirsing in einer Suppe, Wirsing mit Pasta, auch sehr interessant, und veganem Hack. Ich glaube, das ist schon online. Also Pasta mit Wirsing, veganem Hack, könnt ihr mal vorbeischauen. Und ich habe auch ein Wirsing-Eintopf gemacht. Da sind auch Kichererbsen drinnen und Risoni, unter anderem mit viel Gemüse natürlich. Also schaut da vorbei. Ich glaube, ein, zwei Rezepte sind schon online, die anderen werden noch folgen. Deswegen lasst mir sehr gerne ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Dann seht ihr ja auch die ganzen Videos, die immer online kommen. Und ich versuche eigentlich fast alle zwei Tage, drei Tage, je nachdem ein Video, also eigentlich fast jeden oder jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen. Manchmal, ich habe jetzt zwei Wochen Pause gehabt über Weihnachten, Silvester, aber ansonsten kommt wirklich fast jeden oder alle zwei, drei Tage ein Video online. Deswegen schaut da gerne vorbei. Jetzt muss ich hier wirklich mal irgendwie Platz schaffen. Wir kommen zu einem neuen Produkt. Genau, also das ist jetzt wirklich neu. Das gab es auch noch nicht von Penny. Oder ich habe was verpasst in den letzten Monaten. Ebenfalls von Food for Future, der Penny Eigenmarke, vegane Wiener Würstchen. Da habe ich zwei Packungen mitgenommen. Ja, das sind vier Stück drin pro Packung, auf Erbsen und Ackerbohnen. Nee, genau, auf Basis von Erbsen und Ackerbohnen Protein. Ja, ohne Soja, also wenn jemand Soja nicht verträgt, mit Erbsen geht das. Ja, das sind 200 Gramm, also vier Wiener Würstchen. Kann ich noch nichts zu sagen. Ich habe jetzt zwei Packungen mitgenommen und bin gespannt, wie die schmecken. Man kann die ja einfach klein schneiden in irgendeinen Eintopf, in eine Suppe rein oder natürlich auch so einfach mit Senf
snacken. Ich bin sehr gespannt. Ich werde die sowohl kalt probieren, als auch einfach im Wasserbad erwärmen und so mit Senf probieren und natürlich auch in einem Eintopf. Deswegen habe ich zwei Packungen mitgenommen. Ja, gibt es jetzt aktuell neu. Dann habe ich was Süßes mitgenommen. Und zwar von Rittersport die Marzipanschokolade. Die ist ja vegan, natürlich auch nicht so gesund mit Zucker etc. etc. Aber ich hatte mal wieder Lust auf was Süßes, was ich nicht so oft habe. Und dann habe ich auch noch diese Halbbitter mitgenommen. Und da habe ich nämlich auch extra nachgeschaut und die ist ebenfalls vegan. Also da ist nur purer Kakao drin, natürlich Zucker, Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter und Soja. Deswegen auch diese hier ist vegan von Rittersport. Ich bin sehr gespannt, wie diese hier schmeckt. Die hatte ich nämlich noch nie. Die Marzipan kenne ich schon und mag ich auch sehr gerne. Nehme ich aber nur hin und wieder mal mit. Es geht weiter. Ich glaube, der Foodhaul wird sehr lang. Ich muss ein bisschen schneller hier machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch da seid. Und zwar eine oder zwei Vanilleschoten mitgenommen. Wie gesagt, viel ausgegangen. Es geht weiter mit den Gewürzen. Ganzer Kümmel habe ich mitgenommen. Lebkuchengewürz. Ja, hält auch bis 2024. Deswegen habe ich das jetzt auf Vorrat schon mitgenommen für Ende diesen Jahres, weil meins komplett leer ist. Und das war die letzte Packung, die ich gefunden habe. Und zwar nur, weil die irgendwo mittendrin in irgendeinem Regal war, wo die nicht reingehören in diesen Mülltischen. Und ja, ich habe mich gefreut. Deswegen einmal Lebkuchengewürz. Es geht weiter mit gemahlenen Zimt. Ja, dann habe ich zweimal von der Penny Eigenmarke die ja, vegane Bio Bolognese mit Sojaprotein mitgenommen. Die kann ich auch nur empfehlen, wenn es mal schnell gehen muss. Einfach nur Pasta, die Soße hier aufwärmen im Topf und fertig ist das Ganze. Wir machen weiter mit Gewürzgurken. Jetzt muss ich da hinten reinfassen, mit Gewürzgurken von Kühne. Und dann habe ich zusätzlich noch von Spreewaldhof diese Spreelinge mitgenommen. Ja, die nehme ich ja immer mit. Und die gab es jetzt auch in diesen Tischen da eben im Angebot. Und ich bin gespannt, wie so der Unterschied sein wird. Wir machen weiter. Zweimal passierte Tomaten sind bei mir auch ausgegangen. Deswegen zwei Stück. Genauso wie zwei Dosen stückige Tomaten auf Reserve. Und zu guter Letzt, ja, zu guter Letzt noch zweimal von Alpro die Sojakousin, also die Alpro Cooking Sojakousin. Ja, muss ich auch immer da haben und deswegen nehme ich die auch immer mit. Ja, das waren jetzt alle Produkte. Ich weiß gar nicht, wie lange der Foodhaul geworden ist. Ich glaube, sehr lange. Ich hoffe, ihr seid noch da. Und ja, ich würde mich selber ein Abo freuen, weil über 80% von euch laut der Statistik mich regelmäßig schon, aber leider nicht abonniert haben. Deswegen würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Lasst mir gerne eins da, schaut gerne unten bei den Rezepten vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.